Ich möchte Sie begrüßen zu einem Video. Zwei Kinematikfragen. Monika Lee hat mich das gefragt und mir diese beiden Aufgaben als Screenshot übermittelt. Es sind relativ einfache Aufgaben und ich habe gehört, dass sie das mittlerweile trotzdem bereits gelöst hat. Aber ich denke, weil das ein ziemlich allgemeines und oft gestelltes Problem mit der Physik in der Kinematik ist, möchte ich Ihnen die zwei Aufgaben vorführen. Es geht also um Bewegungslehre, Kinematik, eigentlich ein sehr, kann man sagen, relativ langweiliges Gebiet in der Physik. Es ist eigentlich Mathematik, kann man sagen, aber man muss die Bewegungen umsetzen in Formeln oder in eine Grafik, um dann die Lösungen zu finden. Und wir schauen uns mal hier an, wie das konkret aussehen könnte. Die erste Aufgabe: Ein Läufer und ein Bus bewegen sich auf der gleichen Straße in der gleichen X-Richtung. Der Läufer befindet sich 84 Meter hinter dem Bus und hat aus dem Stand seine Endgeschwindigkeit von 10 Meter pro Sekunde erreicht. Also er rennt bereits. Beide starten gleichzeitig, wobei der Bus mit 0,5 Meter pro Sekunde im Quadrat beschleunigt. Stellen Sie die Bewegungsgleichung für den Bus und den Läufer auf, zeichnen Sie quantitativ das XT- und das VT-Diagramm. Ich finde vor allem diese Diagramme sehr hilfreich, weil die Rechnungen, die dahinter stecken, kann man sagen, sind im Grunde genommen mathematische Umsetzungen der Diagramme. Und man lernt aus den Diagrammen eigentlich besser, um was es überhaupt geht. Schauen wir rasch dieses Beispiel an. Es geht also hier um ein XT- und VT-Diagramm, das man haben möchte. Das VT-Diagramm vielleicht zuerst, das ist oft einfacher, beschreibt, wie sich Bus und Läufer bewegen. Der Bus, der beschleunigt offenbar mit 0,5 Meter pro Sekunde im Quadrat. Das heißt, jede Sekunde wird er um 0,5 Meter pro Sekunde schneller. Ich kann also sagen, nach einer Sekunde hat der Bus dann eine Geschwindigkeit von 0,5 Meter pro Sekunde. Das heißt, er ist dann hier. Am Anfang hat die Geschwindigkeit 0, er startet aus der Ruhe. Und sein VT-Diagramm, wenn er sich konstant beschleunigt, also mit konstanter Beschleunigung schneller wird, sieht dann so aus. In diesem Diagramm sieht man aus der Steigung, also Delta V durch Delta T, wie groß die Beschleunigung ist, weil die Beschleunigung ist ja Geschwindigkeitsänderung pro Zeit, Delta V durch Delta T. Man kann aber auch im Diagramm ablesen, wie weit der Bus gefahren ist, weil die Fläche unter der Kurve, also diese Fläche hier, sagt eigentlich die Strecke aus. Wenn wir uns mal diese Fläche anschauen, dann haben wir hier eine Sekunde, da haben wir 0,5 Meter pro Sekunde. Das heißt, die Dreiecksfläche, Grundseite mal Höhe durch 2, wird dann 1 mal 0,5 durch 2, das sind 0,25 Meter. So kann man, und auch wenn er sich länger bewegt, kann man ausrechnen aus der Fläche, wie weit er gelaufen ist. Das wäre der Bus. Wenn wir den Sprinter anschauen, der hat 10 Meter pro Sekunde Geschwindigkeit. Das heißt, er ist wesentlich schneller, aber seine Beschleunigung ist 0. Also das VT-Diagramm des Läufers wäre da oben irgendwo. Das Diagramm ein wenig unterbrechen. Dann kann man sagen, hier bei 10 ist seine konstante Geschwindigkeit V vom Läufer. Irgendwann treffen sich die beiden, das heißt die beiden Kurven, das heißt aber nicht, dass sich die beiden konkret treffen, das heißt nur, dass die Geschwindigkeit an der Stelle zufällig gerade gleich groß ist. Man kann sich ausrechnen, wann das der Fall ist, also wann ist diese Kurve hier, also 0,5 Meter pro Sekunde mal t, gleich groß wie der Wert 10 Meter pro Sekunde. Das kann man nach t auflösen. Also durch 0,5 Meter pro Sekunde dividieren und dann erhalten wir für die Zeit 10 durch 0,5, also 20 Sekunden. Ich muss da Sekunden im Quadrat schreiben, das stimmt das natürlich nicht. 20 Sekunden, also da hätten wir dann an dem Ort, ich muss auch das untertrennen, hätten wir gleich schnelle Bewegung. Jetzt das ST-Diagramm, das muss man etwas anders aufsetzen. Qualitativ. Wir haben hier die Zeit, wir haben jetzt hier die Strecke, oder X ist ja hier konkret gesagt, die Strecke X.
Der Bus ist am Anfang mit der Geschwindigkeit 0 unterwegs und wird dann immer schneller. Das heißt, das Schnellerwerden wird dann hier bei dieser konstanten Beschleunigung mit dieser allgemeinen Formel x ist gleich x0 plus v0 mal t plus a halbe mal t im Quadrat berechnet. Das ist die Parabel, die das Fortschreiten der Bewegung beschreibt, aus dem Anfangsort x0, der in unserem Fall 0 ist, mit der Anfangsgeschwindigkeit v0, die er vielleicht schon hat, in dem Fall ist sie auch 0, und mit der Beschleunigung a halbe t Quadrat. Also a. Und dann haben wir also hier eine Parabel, die jetzt in dem Fall so startet. Nicht wahr? Das ist der Bus. Und wir haben den Läufer, der startet etwas weiter hinten. Und er ist nicht beschleunigt, das heißt, sein x folgt der Formel der gleichförmigen Bewegung, also ohne Beschleunigung. Das heißt, es ist dann das x0 plus v0 mal t. Vom Läufer. Das a ist ja dann 0. Das wird eine Gerade, wie man sieht, wenn das v0 konstant ist. Und da fängt aber jetzt hier der Läufer bei minus 84 Meter an. Jawohl, minus 84 Meter. Das heißt, er ist da weiter unten. Vielleicht da. Und er bewegt sich mit der Geschwindigkeit 10 Meter pro Sekunde. Das heißt, er ist dann relativ schnell. Und läuft dann so hinter dem Bus her und trifft ihn dann irgendwo, oder? Am Anfang ist die Distanz groß, nämlich 84 Meter. Dann fährt der Bus an, aber er ist so langsam, dass er den Läufer noch nicht, der Läufer erreicht ihn noch nicht, aber irgendwann mal kommt der Moment, wo sich die beiden Kurven treffen, hier und ein zweites Mal hier. Wenn der Bus schneller anfahren würde, dann würde er sich eventuell gar nie mehr treffen. Das heißt, der Läufer wird dann gar nie den Bus einholen. Aber hier wird er den Bus überholen und dann später wird der Bus ihn wieder überholen. Die beiden Zeitpunkte sind gesucht in der Aufgabe. Das steht hier gar nicht. Ja, aber das ist normalerweise dann gefragt, wann und dann entsprechend auch, wo sich die beiden treffen. Und dazu muss man halt die beiden Kurven hier gleichsetzen. Entschuldigung. Beim Bus haben wir also, weil die 2 0 sind, a halbe mal t im Quadrat. Das ist gleich x0 vom Läufer plus v0 mal t. Beim Läufer jetzt. Also wenn wir da jetzt einsetzen, haben wir 0,5 Meter pro Sekunde im Quadrat halbe mal t im Quadrat ist gleich minus 84 Meter. Das ist der Läufer, nicht wahr? Plus 10 Meter pro Sekunde mal die Zeit t. Wir sehen, das ist eine quadratische Gleichung. Die kann man auflösen nach der normalen Formel. 0,5 halbe mal t im Quadrat. Ich lasse mal die Einheiten weg, es geht ja darum Zeiten. Minus 10 Meter pro Sekunde mal t plus 84 Meter ist gleich 0. Die kann man lösen und erhält dann die beiden Punkte hier. Ich habe die Gleichung mal aufgelöst und man findet dann nachher, dass bei 12 Sekunden, also t1 gleich 12 Sekunden, der erste Treffpunkt ist und dann bei 28 Sekunden der zweite Treffpunkt ist. Das kann man dann wieder einsetzen in eine der beiden anderen Gleichungen und findet nachher für das x 36 Meter, das x1 quasi und das x2 wäre dann 196 Meter. Also das sind 36 Meter und das sind 196 Meter. Jawohl, wir sehen auch die 20 Sekunden, wo die beiden gleich schnell sind, das ist hier, wo die beiden Tangenten die gleiche Steigung haben. Hier ist die Steigung, ja die Geschwindigkeit. Das heißt, hier ist der Moment, wo die beiden gleich schnell sind, aber natürlich nicht am gleichen Ort sind, sondern hier und hier sind sie am gleichen Ort. Wie gesagt, wenn der Bus schneller beschleunigen würde oder wenn der Läufer weiter hinten wäre, würden sich die beiden nicht mehr erreichen, aber theoretisch könnte der Läufer den Bus hier stoppen oder einsteigen, wenn er das will. Ja,
oder wenn er dem Bus dann vorausrennt, an der Stelle hier, dann sieht der Busfahrer vielleicht den Läufer noch besser, könnte er hier nach 28 Sekunden und 200 Meter einsteigen. Wobei, wenn der Läufer wirklich 10 Meter pro Sekunde schnell rennt und das 28 Sekunden lang, dann ist er nachher ausgepumpt. Also das ist ein Sprinter, nicht nur ein normaler Passagier.